Hallo liebe Freunde der Motorenrealisierung Landwirtschaft, herzlich willkommen zurück auf der Lostberg Map. Wir spielen mal wieder auf der Lostberg, wie immer und wie andauernd. Nein, nicht so ganz, aber es kam doch tatsächlich jetzt ein Lostberg Video zuletzt und jetzt kommt schon wieder eins. Wir machen mal wieder ein bisschen mehr Lostberg, also quasi als Endspurt vom Alles 19 habe ich gedacht, machen wir noch mal ein bisschen mehr Lostberg. Machen wir mal ein bisschen eine Folge nach der anderen. Gucken wir mal, ne? Gucken wir mal, es kommt auch wieder was anderes dazwischen, keine Sorge, aber... ja, wir machen mal ein bisschen mehr Lostberg, ne? Also für alle, die sich beklagen, weil es zu viel Lostberg kommt, tut mir leid, das ist jetzt so. Für alle, die sich immer beklagt haben, dass zu wenig Lostberg kommt, es ist eure Woche. Beziehungsweise eure, ist ein bisschen mehr als eine Woche bis zum 19er, euer Monat, ne? Quasi. Also, aber wir legen gleich mal los, ne? Und ich habe gesehen, ich mache immer denselben Fehler, ich vergesse das Licht. Wir müssen auch mal das Licht da drüber ausmachen bei dem Flapperchen, sonst kriegen wir den nicht mehr an. Ich bin echt überrascht, ne? Jedes Mal sehe ich es noch und mache es dann aus. Ich habe schon so oft das Licht vergessen, dass ich dann nicht mal komplett vergesse und die Batterie leer wird. Eieieiei, na, da bin ich echt immer... Hab ich Glück, dass ich dann doch immer noch mal sehe und dann wieder ausmache. So. Jetzt aber zurück zu unserer Arbeit. Und zwar hängen wir mal den schönen, großen Deutz an den schönen, großen Grubber dran. Beziehungsweise eher an den schönen, kleinen Grubber. Aber wir gehen gleich nochmal los mit Grubbern. Und da ist es unser schönes Deutz gespannt. Ich habe den jetzt mal rausgestellt. Ich bin noch mal ein bisschen damit gefahren und ein bisschen einfahren und so weiter. Er läuft ganz gut. Kann mich echt nicht beklagen. Also, das ist, da ist nichts zu meckern, ne? Also, das ist ganz angenehm. Ja, wir machen jetzt erstmal die Kiste hier an. Und, halt, stopp. So. Fahren hier ein kleines Mädchen rückwärts. Ich habe nämlich festgestellt, dass wir doch noch ein Feld zu grubbern haben. Wo ich dachte, wir haben schon gemacht, haben wir aber nicht gemacht. Halt, stopp. So. Also geht's damit jetzt los. Und, Vorwärtsgang. Halt, hinten rausschauen. Sie auch ja nichts mitnehmen. Passt alles, kommen wir durch. Perfekt. So, na, die Tiere habe ich schon versorgt. Das habe ich gleich heute in der Früh gemacht. Und, habe ich euch mal wieder nicht mitgenommen, weil das haben wir jetzt in letzter Zeit so gemacht, ne? Und weißt du was? Das Gras ist gewachsen. Schaut euch das mal an. Kaum ist der Schnee weg, kommt das Gras hier aus dem Boden raus. Das ist cool. So. Suchen wir uns einen schönen hohen Gang und raus aufs Feld. Wir haben nur ein kleines Feld, es geht also relativ schnell. Aber da müssen wir auf jeden Fall auch hin, ne? Also, haben wir komplett vergessen. Ich bin der verplanteste Landwirt, den es gibt, glaube ich. So. Aber wir haben heute auch noch einiges vor. Ne? Also heute wird ein langer Tag. Vielleicht aber auch ein sehr guter und sehr spannender, je nachdem wie das alles klappt. Ich kriege nachher einen Anruf und der Anruf, der wird entscheiden, ob ich wahnsinnig glücklich in das Frühjahr starte oder wahnsinnig unglücklich. Ihr könnt euch schon denken, ne, das ist der Anruf von unserem potenziellen Käufer für das Grundstück da draußen. Der hat heute seinen Termin, seinen finalen Termin bei der Bank, ne? Der hatte so vorher Termin und hat das alles vorgestellt und so weiter und das sah auch gar nicht so schlecht aus. Aber er hat heute quasi seinen finalen Termin. Ne? Heute wird letzten Endes entschieden, ob er den Kredit kriegt oder ob er ihn nicht kriegt. Und wenn er ihn nicht kriegt, dann können wir uns das Ding nicht verkaufen und wenn er ihn kriegt, dann haben wir quasi unsere Hütte verkauft. Dann müssen wir es natürlich, müssen wir dann noch den, ne, beim Notar und so weiter. Aber wie gesagt, ich habe es schon mal gesagt, da wird nicht lange gefackelt. Wenn er seinen Kredit kriegt, dann machen wir einen Termin und dann ruckzuck ist, hat sich das erledigt. 2 Tage und das Ding ist verkauft. Also da mache ich nicht lange Theater rum. Ne, dann gucke ich, dass ich das loskriege. Nicht, dass er noch abspringt oder sowas. Aber wie gesagt, also. Das ist jetzt nicht so das Problem. Das kriegen wir dann ruckzuck. Das Problem ist in der Tat tatsächlich. Er das erstmal überhaupt durchzukriegen, dass er einen Kredit bekommt. Und wie gesagt, das entscheidet sich heute. Ich krieg dann heute meinen Anruf, ob das wirklich so wird. So, ich habe jetzt ein paar Kommentare bekommen mit dem Grubbern hier, ne, dass man quasi irgendwie jede so und so viele Bahn fährt, dass man nicht so auf der Stelle umwenden muss. Und ich habe das in der letzten Setup-Aufnahme, dann ganz am Ende habe ich nochmal ein bisschen im Kreis gefahren. Das macht natürlich schon Sinn, ne? Das ist auf jeden Fall ganz praktisch, wenn man das so macht. Ich habe jetzt halt hier das Problem, dass ich, ne, kann nicht so gut geradeaus fahren. Könnte das jetzt schon machen, dass ich quasi jetzt hier in der Mitte vom Wald nochmal reingehe und dann könnte man sich immer so vorarbeiten quasi. Wenn ich den jetzt hier aushebe, gut, jetzt haben wir hier an so einem Winkel, das ist nicht so gut, ne? Dann müssen wir trotzdem rückwärts fahren. Dann müssen wir das eigentlich in die andere Richtung machen. Ne? Haben wir angenommen, ich gehe jetzt quasi hier so in die Mitte rein vom Wald und sagen wir mal, hier ungefähr ist die Mitte und dann fahren wir jetzt hier nochmal entlang. So. Dann könnte man quasi uns immer so im Kreis vorarbeiten. Ich fahre jetzt aber hier gleich neben dieser Bahn nochmal hoch, weil ich, wie gesagt, da oben in die andere Richtung abbiegen möchte. Dann klappt das viel besser. Und mir ist gerade auch was aufgefallen, was jetzt, glaube ich, nicht so ideal ist. Na, wir machen hier lieber das Fenster zu, wenn das so staubt. Ich glaube, das ist nicht so gut, wenn das offen ist.
Na, wir haben ja auch dadurch, dass wir halt generell hier diese Büsche und Bäume und so weiter haben, haben wir jetzt immer so, dass wir ein Stückchen rückwärts fahren müssen. Na, da haben wir jetzt nicht allzu viel Zeit aufsparen jetzt auf diesem kleinen Feld, aber ich wollte es doch mal kurz ausprobieren. Ich glaube, so ist das, wie ich verstanden habe, dass mir das gesagt wurde. Und dann nicht so, wie ich das jetzt mache, aber so, wie ich das gleich mache. Na, also. So. Na, jetzt haben wir quasi hier zwei Bahnen und wenn ich jetzt hier aus der oberen aushebe, dann können wir drüben gleich reinfahren in der nächste und dann können wir uns quasi so rüberarbeiten. Dann müssen wir nicht immer auf der Stelle wenden, ne? Und so das quasi ein bisschen unterteilt in einzelne Abschnitte. Ich glaube, so war das gemeint. Bin mir nicht ganz sicher. Aber wir schauen jetzt mal. So, und jetzt, ne, deswegen bin ich jetzt hier wieder raufgefahren, weil ich kann jetzt hier ausheben und kann hier quasi ohne Rückwärtsfahren hier hochfahren. Und dann muss ich halt hier ein bisschen ausholen, um hier wieder einzuscheren. Wobei es wieder so ist, dass ich hier tatsächlich ein bisschen rückwärts fahren muss. Da komme ich jetzt nicht drum herum. Macht aber nichts. So. Und jetzt wieder vorwärts. Und ja, da muss man halt nicht so auf einer Stelle wenden, dann hat man nicht so die großen Rangierarbeiten von vorgewendet. Na, wenn ich jetzt hier unten rausfahre, dann fahre ich da drüben wieder rein. Und so sollte ich dann quasi das Feld durchbearbeiten, von einer Seite nach der anderen, ohne dass ich eben immer auf der Stelle quasi wende. Soweit die Theorie zumindest. Und ja, das ist jetzt tatsächlich letztlich wirklich unser letztes Feld zum Probern. Es sei denn, wir kriegen nochmal was in Pacht. Ne? Ich habe schon angefragt, ich hab was in Aussicht, ich weiß aber noch nicht. Ne? Da hieß es, das kriegst du wahrscheinlich nicht. Ne? Also das sieht ganz schlecht aus. Da hat schon jemand anderes quasi vor Pachtrecht. Ne? Da hat schon jemand angekündigt, schon vor langer Zeit. Und das ist jetzt eben frei geworden, das Stück. Und der andere hat da im Grunde, ne, das Vorrecht drauf. Und falls der sagen sollte, er will's nicht, dann krieg ich's. Aber es ist sehr unwahrscheinlich, dass er sagt, er will's nicht. Na, wir machen ja das abhängig, ob wir Mais anbauen. Machen wir davon abhängig, ob wir noch eine Fläche kriegen. Na, wenn wir noch eine Fläche kriegen, dann bauen wir Mais an. Wenn wir nicht noch eine Fläche kriegen, dann bauen wir auch kein Mais an. Weil, ne, das mit der Grassilage, das geht im Grunde bei uns, wobei Maissilage natürlich noch mal ein bisschen besser wäre, wenn wir beides hätten. Aber, ja, ne, so ist das im Moment und je nachdem, wie sich das entscheidet, kommen wir dann am Ende eben entweder damit, dann kommt das am Ende eben darauf hinaus, dass wir noch ein Stückchen Fläche haben, dann müssen wir Mais anbauen oder wollen wir Mais anbauen und wenn nicht, dann nicht. Wir haben noch mal eine Sache, ne, und zwar in puncto Hofladen, ne, da, Kartoffeln. Kartoffeln kann man immer gut verkaufen. Ich bin auf der Suche nach Kartoffelanbaugerät. Eine kleine Legemaschine oder sowas. Ne? Irgendwas ganz Altes, Billiges. So, dass wir ein bisschen Kartoffeln legen können. Das ist jetzt auch mit ein Grund, warum ich geguckt habe, dass ich den D80 vorhin fertig kriege. Weil das einfach ein schöner, kompakter, kleiner Flapper ist. Ich glaube, der ist sogar noch ein bisschen kompakter als unser 844 IHC. Leistungsmäßig sind die ungefähr gleich, glaube ich. Was hat der 844 da auch 80 PS rum, ne? Aber ich glaube, der D80 ist noch ein bisschen kompakt und dadurch, dass er kein Allrad hat, auch ein bisschen wendiger. Und ja, mit dem könnte man dann solche Arbeiten machen. Zwar dafür auch absolut Overkill, da braucht man eigentlich keinen Sechszylinder, um zwei Reihen Kartoffeln zu legen oder sowas. Aber ja, wir gucken mal. Ich bin mal gespannt. Es hängt jetzt wirklich alles davon ab, ob wir das Stückchen da draußen verkauft kriegen. Wenn wir das Stückchen da draußen verkauft kriegen, kann ich euch ja mal ganz kurz meinen Plan sagen. Wenn wir das Stückchen da draußen verkauft kriegen, dann haben wir Geld. Mit dem Geld können wir dann den Kredit zurückzahlen für den Stall. Wenn wir den Kredit zurückgezahlt haben für den Stall, dann haben wir zwar immer noch ein bisschen Schulden, wir können sie komplett zurückzahlen, aber das können wir dann umschulden auf unsere Hausbank. Dann sind wir nämlich diesen blöden Kredit weg, den wir im Moment für den Stall haben, das ist nämlich wirklich von den Konditionen ein richtig heftiger Kredit, da zahlen wir viel zu viele Zinsen. Also, dann können wir den umschulden auf unsere Hausbank und dann sind wir quasi relativ frei, was das angeht, ne? Dann haben wir relativ wenig Schulden, das läuft dann alles über unsere Hausbank und dann können wir quasi unsere... Dann stehen wir finanziell ein bisschen besser da. Ne? Dann können wir auch wieder ein paar kleine Anschaffungen tätigen, ohne uns gleich in riesengroße Sorgen und Probleme zu stürzen. Das ist im Moment halt absolut nicht drin. Ne? Wir sind bei unserer Hausbank jetzt so tief in Schulden, ihr seht das ja. Wir sind richtig, richtig massiv im Minus, so massiv zu Schulden hier bei unserer Hausbank. Und dann noch der große Stallkredit. Wir können uns im Moment halt wirklich überhaupt nichts leisten. Ne? Also, wenn jetzt hier der große Stall kaputt gehen würde, dann hätten wir echt das Problem, dann müssen wir alles mit dem Eiche machen, weil wir uns die Reparatur wahrscheinlich nicht mal leisten. So schlimm sieht das im Moment aus. Und ja, ne, davon hängt jetzt im Grunde alles ab. Es ist auch so, dass bald die erste Wolle geschert wird. Ne? Es ist jetzt wirklich richtig warm geworden wieder. Also es wärmt deutlich auf, man sieht das auch. Wir haben jetzt nochmal einen Tag Regen oder sowas angesagt, aber dann soll es richtig frühlingswarm werden. Und das heißt, das erste Mal Schafe scheren kommt jetzt dann auch die Tage dran. Da fällt ein Haufen Wolle von ab. Die dann abliefern, das bringt dann auch nochmal ordentlich Kohle. Und wir haben noch ein bisschen Getreide eingelagert, das wir allerhöchste Priorität haben zu verkaufen. Ne? Das wird ja auch nicht besser, wenn es drinnen liegt. Das haben wir jetzt ein bisschen lang aufgehoben, aber wir warten ja auf bessere Preise und das hat sich irgendwie nicht so ergeben. Wenn wir das alles durch haben, dann stehen wir hoffentlich finanziell nicht mehr ganz so schlecht da. Ne? Also plus sind wir da noch nicht, ne? Schulden haben wir dann trotzdem noch.
aber zumindest nicht mehr so massiv. Ne? Also dass wir nicht mehr so knapp beieinander sind. Dann schaut das deutlich besser aus. Und ja, deswegen hängt tatsächlich unser ganzes Frühjahr oder unser ganzes landwirtschaftliches Jahr hängt von diesem einen Anruf ab, ob wir jetzt das Stückchen tatsächlich loskriegen oder nicht. Gut, wenn wir es nicht loskriegen und er kein Kredit kriegt, dann können wir natürlich einen anderen Käufer finden. Ja, das ist ja klar. Das Stückchen, das kriegen wir so oder so los. Ne? Aber bis wir es dann wieder ausgeschrieben haben und bis wir wieder jemanden gefunden haben und so weiter und bis der dann wieder einen Kreditantrag stellt, da vergeht halt einfach so viel Zeit. Ne? Deswegen ist es im Grunde schon wichtig, dass wir das jetzt über die Bühne kriegen und dass das ordentlich schnell für uns geht. Wir brauchen es halt ganz dringend. Ne? Wir brauchen Geld, um Saatgut zu kaufen. Wir brauchen Geld wegen Kartoffelmaschine. Ne? Wir brauchen Geld wegen einem Flug. Wir brauchen einen Flug kaufen. Und so ist das Ganze, ne, alles nicht so ideal im Moment. Aber ich würde mal sagen, ich weiß auch nicht, ich habe schon wieder viel zu lange gelabert. Ne? Wir machen jetzt irgendwie eine Zeitrafferaufnahme, wobei haben wir ja eigentlich nichts mehr zum Zeitraffer. Ne? Aber wir machen doch mal eine. Wir machen eine ganz, ganz winzig kleine Zeitrafferaufnahme. Bis gleich. Damit hätten wir das mal erledigt. Na, jetzt hätten wir mit dem Grubbeln werden wir durch für den ersten Durchgang und wir lassen den hier gerade hier stehen zum Saubermachen. Ich dachte mir, wir machen jetzt mal was anderes. Und zwar habe ich das ja gestern schon angekündigt. Okay, nee, das war jetzt eine doofe Idee aus dem simplen, einfachen Grund, weil wir diesen Anhänger hier wegstellen müssen und dafür brauchen wir den großen Deutz. Ich dachte mir, wir räumen hier mal auf und räumen hier die alten Saatgutsäcke raus. Na, das ist das Saatgut, das schon 2 Jahre nicht mehr keimfähig, quasi die Keimfähigkeit nicht mehr garantiert wird. Und das möchte ich jetzt natürlich nicht unbedingt aussehen. So schade das ist, wir haben hier wirklich eine ganze Menge zu viel gekauft. Und das will ich jetzt nicht wegwerfen. Ich könnte es immer noch als Zwischenfruchtansaat verwenden. Wir heben es also auf oder es ist leider gebeizt, sonst könnte ich es als Tierfutter verwenden. Das geht leider nicht. Drum heben wir es auf, aber ich muss es beiseite räumen. Ich möchte das hier nicht rumstehen haben. Wir kaufen dann neues Saatgut und ja, jetzt wo wir schon mal dabei hier sind, wir haben hier noch diesen Krempel hier, ne, die können wir jetzt ja auch mal wieder hier rüberschmeißen. Ja, allgemein mal ein bisschen umräumen, aufräumen. Ne? Also da fehlt hier schon ein bisschen Mühe und Arbeit wieder. Wir haben viel Arbeit jetzt draußen auf dem Feld reingesteckt und bei den Kühen und so weiter. Und ja, jetzt müssen wir mal ein bisschen umräumen. Ne? Da ist noch so eine Sache hier. Ihr seht das im Hintergrund, mehr oder weniger. Der Ladewagen. Ne? Wir haben immer noch einen Ladewagen bei einem Landwirt, den wir eigentlich kaufen wollten, den wir eigentlich, ne, zugesagt haben. Vor letztes Jahr noch war das. Und ja, der hat ihn dann selber noch gebraucht, weil sein neuer nicht gekommen ist. Und deshalb hat sich das Ganze ein bisschen rausgezögert. Und im Moment sind wir so pleite, dass wir uns das Ding nicht mehr leisten können. Das kann ich ihm natürlich nicht sagen. Aber ich vermeide so ein bisschen den Kontakt zu ihm, weil er dann vielleicht sagt, jetzt hol mal endlich deinen Ladewagen. Auch das wäre so eine Sache, die wir endlich hinter uns bringen könnten, wenn das tatsächlich klappen würde mit dem Verkauf von dem Grundstück. Jo, ne, so ist das. Jetzt gucken wir gerade mal hier rein, ob wir vielleicht nicht hier eventuell unter Umständen, nee, da können wir die Saatgutsäcke nicht reintun. Da weiß ich auch nicht, wo ich die hin tue. Vielleicht packe ich die dann tatsächlich hier mit rein. Ne? Also ich könnte die hier reinstellen oder wir könnten mal hier schauen. Hier ist, glaube ich, der Miststreuer drin. Ne, hier ist gar nichts drin. Okay, hier ist der Miststreuer drin, hier ist gar nichts drin. Wir könnten die auch hier reinstellen, ne, danach hinten, und dann könnten wir da vorne noch ein Gerät hinstellen. Das würde durchaus Sinn ergeben. Ja doch, so machen wir das. Jetzt machen wir aber erstmal den Schlepperchen hier sauber. Der Dreck geht auch mal besser wegwaschen, bevor er hier festpackt. Es ist auch die ganze Zeit schon Regen angesagt. Ich weiß nicht, ob wirklich nochmal was kommt. Es sieht nicht so aus, ne, wenn man hier so oben guckt. Alles noch schön nicht bewölkt, aber na, man weiß ja nie. Wir machen das jetzt aber so, dass ich das hier ordentlich sauber mache. Und dann würde ich mal sagen, ich habe da nichts Interessantes zu zeigen. Ne? Also bin ich mal off-camera so weit, oder mache ich mal off-camera so weiter und räume hier den Anhänger raus und den Spalter beiseite, dass wir da ordentlich drankommen. Das mache ich off-camera. Und dann habe ich auch noch ein paar andere Kleinigkeiten zu erledigen. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns dann nach dem Mittagessen wieder oder so. Vielleicht wissen wir bis dahin auch schon mehr. Ich weiß es nicht. Aber ich würde mal sagen, ja, wir machen eine ganz kurze kleine Pause und bis gleich. Und da sind wir wieder und es ist doch nicht ganz Mittagessen geworden. Ich wollte euch nämlich
das hier zeigen. Gerade war noch so strahlenblauer Himmel und ruckzuck sind die Wolken da. Ich bin gerade fertig geworden, den Eich hier zu putzen. Ich wollte dem echt auch mal ein schönes Bad gönnen. Der war ja wirklich auch im Einsatz mit dem Grub und war richtig eingematscht. Und der schaut jetzt wieder aus wie neu. Und kaum tue ich hier die Lanze vom Hochdruckreiniger rein, fange ich den ersten Tropfen an. Und denke ich mir, hätte ich ihn auch stehen lassen können. Dann wäre von alleine. Aber naja. Es ist natürlich ein bisschen unpraktisch. Wenn es so regnet, können wir die Saatgutsäcke auch nicht umeinander tun. Die sind ja mit mehr oder weniger Stoffen, das ist wasserdurchlässig, dieses Zeug. Wir können jetzt auch den D80 nicht noch eine Runde fahren, also das wird ja auch alles klatschen lassen, das möchte ich jetzt auch nicht. Kurzum, wir sind ziemlich aufgeschmissen im Moment. Ich habe gerade einen Ding reingestellt, der stellt so ein bisschen raus hier, aber gut, das macht nichts. Der hält ein bisschen Wassertropfen aus. Ja, wir sind ziemlich aufgeschmissen. ich habe zum Glück noch ein bisschen Büroarbeit zu tun und dann habe ich noch ein bisschen Arbeit da drüben im Stall zu tun. Da muss ich ein paar Kleinigkeiten muss ich aufräumen und ein bisschen kehren, ein bisschen sauber machen, solche Sachen halt. Und also das Wetter, das ist schon echt ein bisschen merkwürdig im Moment. Das spielt nicht so ganz gut mit uns. Also da haben wir schon so ein bisschen, da haben wir so unsere Probleme. Ja, wenn wir in unseren Kalender gucken, ne, wir müssen jetzt echt schauen. Wir können noch eine Weile säen, ne? Also Weizen und Gerste und Raps können wir schon noch eine Weile säen. Mais, den können wir noch gar nicht säen, der ist noch nicht warm genug. Aber Kartoffeln könnten wir anpflanzen. Also ist es schon so langsam so ein bisschen so, ne? Also, es wird Zeit, ne? Es wird Zeit, dass wir tatsächlich mal aufs Feld kommen. Aber wir sind auch noch nicht so ganz im Stress. Na, wir haben noch ein bisschen. Wir haben noch ein bisschen ein paar Tage. Das ist nicht ganz so wild. Ne? Also von daher, da sind wir noch nicht ganz so übel, aber wenn es dann wirklich alles so nass ist und alles immer so matschig, naja, ist halt auch die Feldarbeit nicht so gut, ne? Und den Mist hier, den müssen wir darüber schäufeln und eine Arbeit gibt's genug, aber ich würde mal sagen, ich mache jetzt hier erstmal ein bisschen im Stall, paar Stallsauberkeiten und würde mal sagen, ne, das Wetter, das brauche ich euch nicht antun, ich packe die Kamera weg und wir sehen uns gegen später wieder, bis gleich. So, da wären wir wieder zurück und es hat aufgehört zu regnen, es ist alles noch ein bisschen nass, aber wir haben wieder schönes Wetter und wir haben jetzt eine Kleinigkeit vorne, wir wollen ja die Saatgutsäcke beiseite räumen. Und ich habe mir gedacht, eigentlich ist es auch viel praktischer, wenn wir die Saatgutsäcke drüben reinpacken, wo unsere Feldscheune ist. Ne? Also da, wo wir jetzt auch die Walze hinstehen haben und da, wo ein paar Strohballen drin sind. Eigentlich können wir die wunderbar dahin tun, die müssen nicht hier auf dem Hof stehen. Und wozu haben wir die Feldscheune denn, wenn die eh immer halt leer steht? Und dann fahren wir die kurz rüber, es sind ja nur 4 Stück, das geht recht schnell, dann müssen die auch nicht auf den Anhänger aufladen. Die packe ich schön auf die Gabel und fahre sie rüber. So. Und muss ich mal schauen. Normalerweise ist jetzt die Gabel wirklich eben. Ne, da hat es ja vorne hat's hier so einen kleinen. Kann das zeigen? Ja doch, ich kann das nicht zeigen, weil ich hier das irgendwie auf eine andere Tasse gelegt habe mit Cosplay. Wo habe ich Cosplay drauf gelegt? Ich möchte doch nur eine Taste haben. Eine Maustaste. Okay, geht nicht. Aber jedenfalls hat es da vorne so einen kleinen Stab dran, der eigentlich anzeigen sollte, wann die Gabel gerade ist. Und das funktioniert irgendwie nicht bei dem Schlepperchen. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass der Frontlader ein bisschen verdreht ist, aber eigentlich ist der Frontlader genauso wie original bei Giants. Und trotzdem ist die Gabel nach hinten, ne? Wenn ich die Gabel jetzt noch ein Stückchen runter mache, jetzt wäre die Gabel eben. Und ihr seht das da oben, da ist hier dieses kleine Stäbchen. Und wenn ich das jetzt hier hoch mache, eigentlich sollte dann, wenn hier vorne der Stab gerade drin verschwindet, also gerade nicht mehr rauskommt, dann sollte eigentlich die Gabel vorne eben sein. Aber aus irgendeinem Grund passt das nicht so ganz bei dem kleinen Frontlader. Und ich weiß nicht, warum das so ist. Ich habe das neulich mal festgestellt bei einem kleinen Schlepper, wo das anscheinend ging. Also weiß ich nicht, ob das nur an dem Eichel hier liegt. Aber ich weiß auch, dass ich das Problem bei anderen Schleppern auch schon hatte. Also vielleicht wurde das mal mit einem Patch gefixt. Oder es ist nur beim großen Frontlader so. Oder beim FZ60. Ich weiß es nicht. Schauen wir mal, ne? Also das ist aber weil das ja eine Parallelführung ist, ist es immer so, ne? Auch wenn er weiter oben ist oder so, spielt keine Rolle. Ist immer nicht so ganz gerade. So. Weil das nämlich gar nicht so einfach ist, diese Dinge hier aufzupieksen. Aber man muss die genau in diesem Schlitz muss man die treffen, ansonsten haut das nicht so gut hin. Und dann kleben die und wollen nicht so richtig dran. Aber jetzt haben wir es gut getroffen. Und ich würde mal sagen, wir machen da irgendwie eine Zeitraufaufnahme davon. Und weil sonst dauert das ein bisschen lang, bis wir das alles rüberfahren. Ich muss in der Zeitraufaufnahme mit die Maus hier ein bisschen hin und her dingsen, weil ich sonst nicht sehe, wo die Säcke hinkommen. Beim Aufpieksen. Ich hoffe, das ist in Ordnung und wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich.
Verbindung und es hat alles wunderbar geklappt, bis gerade eben, wo die letzte dann doch irgendwie festgebappt ist. Ich weiß auch nie warum, die habe ich irgendwie nicht so ganz richtig erwischt zwischen den beiden, zwischen den beiden Löchern, wo man eigentlich reinfahren muss mit der Gabel und dann bleibt die fest. So ist das leider. Die sind noch so ein bisschen verbesserungsbedürftig, die Kisten. Aber es liegt daran, dass die Schlitze, wo man reinfahren muss, wirklich so klein sind und drumherum so viel Kollision ist. Und wenn da ein bisschen mehr Luft wäre, dann wäre das auch deutlich einfacher, glaube ich. Dass man die entsprechend auflädt. Ne? Es gibt ja die ganzen Big Bags und so weiter, gibt es ja zum Beispiel, mit denen wir auf den Sauren immer arbeiten, auf Stappenbach und auch auf Holz. Und die haben ein deutlich größeres Loch, wo man mit der Palettengabel reinfährt und die sind eigentlich überhaupt gar kein Problem. Die bleiben so gut wie nie kleben, das klappt immer. So ist das halt. Aber jetzt haben wir die draußen und jetzt ist hier ein bisschen mehr Luft in der Scheune. Da brauchen wir jetzt nicht unbedingt ganz zwingend, aber ist doch besser, wenn man ein bisschen Luft hat. Und ich würde mal sagen, wir packen jetzt die Gabel erstmal wieder beiseite. Und wir haben nämlich noch eine Kleinigkeit zu tun heute. Wir haben noch einen Anhänger für Stroh zu verkaufen. Ich weiß nicht, ob ich es euch schon gesagt habe oder nicht, aber der Landwirt, der unseren letzten Anhänger Stroh gekauft hat, der hat ja immer noch Bedarf. Und der wollte eigentlich noch von jemand anderem was kaufen. Und das ist aber jetzt irgendwie durch. Das ist nichts geworden. Und deswegen würge ich jetzt meinen Schlepper ab. Ich hätte mal zurückschalten müssen. So. Und deswegen haben wir jetzt so ein bisschen Strohverkauf quasi hier, den wir hier machen können. Und wir haben ja definitiv zu viel Stroh, ne? Also wir brauchen so viel nicht. Und deshalb, ich habe ja eh vorgehabt, nochmal was zu verkaufen und das passt jetzt ganz gut. Dann kriegt er nochmal eine Ladung. Und also beim letzten Mal laden wir hier den Anhänger voll. Und das sollte ja gar kein Problem sein. So. Vorausgesetzt, der Deutsch geht an, jawohl. So, einmal bitteschön das hier, einmal das hier und dann, wie haben wir den letzten Mal hingeparkt, ne? Weiß das noch jemand? Ich glaube, wir hatten den hier hingeparkt, ne? Habt ihr da eigentlich jetzt ein bisschen doof, natürlich. Wir hatten den einfach so hingeparkt und dann so befüllt, soweit ich weiß. Na gut, dann müssen wir mit dem Eichel nochmal rückwärts fahren und nochmal rum, das macht aber auch nichts. So, lassen wir das hier gerade mal so stehen. Und dann machen wir jetzt hier überall die Klappen auf. Und dann sollten wir das letzte Mal, glaube ich, auch gemacht. Dann waren die Klappen alle offen. Und mit dem hier sind wir einmal außen rum gefahren. So war das. So, nicht in die Zinken reinlaufen. Das wäre ganz praktisch. Und einmal Rückwärtsgang, bitte. Perfekt. So. Mal gespannt, wie wir denn an die Wahlen noch dran kommen, weil da haben jetzt so ein paar, die so komisch quer drüber gestapelt sind. Ob jetzt hier noch genug liegen, hätte ich einfach mal gucken können. Oder ob wir die anbrechen müssen, wo so komisch quer drüber gestapelt sind. Dann müssen wir nämlich noch ein bisschen aufpassen hier. So. Jetzt aber auch hier ein bisschen aufpassen, dass wir hier schön gerade hinfahren. So. Mal ein Stückchen zurück. Nochmal ein Stückchen vorwärts. So, jetzt ist die Frage. Ich glaube, noch ein bisschen. Ja, noch ein kleines bisschen müssen wir. So, das war jetzt ein bisschen zu weit. So ungefähr würde ich mal sagen. Ja, so lassen wir das gelten. Und dann kommt die nächste drauf. So. Beziehungsweise davor und dran, ne? Drauf kommt da jetzt erstmal keine. Wir wieder aufpassen, dass wir nirgendwo dagegen fahren. So, das ist ein bisschen knapp. Wir müssen eh ein paar Mal hin und her ausholen. Wenn wir den ein bisschen anderes gewinkelt hingestellt hätten, wäre das alles kein Problem. Aber macht nichts. Ist jetzt einfach so, wie es ist. So. Ein Stückchen. Alter, das war jetzt zu weit. So weit wollten wir gar nicht. Aber geht trotzdem. Müssen wir mal eben rausschauen. Doch, das passt. Das könnte schlimmer sein. Jetzt kommen nochmal zwei oben drauf.
Und dann kommen zwei hinten dran, so wie das letzte Mal auch hatten. Dann haben wir 6 Fallen drauf. Ich denke mal, das passt ganz gut. So. Jetzt können wir hier rausschauen, dass wir hinten mal dagegen fahren. So. Jetzt ist schwierig abzuschätzen. Ich würde mal sagen. Hier ungefähr. Kann mich natürlich auch komplett getäuscht haben, das sehen wir gleich. Nee, das passt. Das passt. Sehr gut. Also noch mal ein Stückchen zurück. So. Dass wir die schön gerade anpacken. Wenn man die Ballen schön gerade anpackt, dann ist es wesentlich einfacher, die zu stapeln, als wenn man die krumm anpackt. Sag ich, und dann packe ich die hier ein bisschen krumm an. Die ist jetzt wirklich ein bisschen krumm drauf. Aber gut, das kriegen wir trotzdem hin. So. Ungefähr. Ja, die ist jetzt ein bisschen krumm. Dann machen wir nochmal. Komm, das machen wir nochmal. Fahren wir nochmal ein bisschen besser dran hier. So. Nein! Das wäre gut gewesen. Hätte ich ein bisschen weiter abgesenkt. Ne, ich habe es nicht weit genug abgesenkt. Jetzt aber so. Noch ein bisschen weiter. Jawohl, jetzt kommt das wunderbar raus. So, und jetzt müssen wir das so machen, dass wir hier die Meterchen vorfahren. Doch, so, vielleicht habe ich eigentlich gar nicht gestapelt, oder? So, jetzt machen wir hier gleich mal einen Gurt rum. Und dann fahren wir die Meterchen vor und dann stapeln wir die anderen von hinten drauf. Halt. Was habe ich gesagt? So, vielleicht. Und dann können wir die nochmal 2 von hinten drauf stapeln und dann sind wir auch befüllt bzw. voll. So. Nochmal Rückwärtsgang. Und dann passt das gerade so, bevor wir die vorne quer runterladen müssen. Da kommt jetzt die gleich, die quer drauf ist. In dem nächsten Stapel quasi. Aber wir können hier nochmal 2 nehmen. Passt also perfekt in unserem Fall. Und so. Müssen wir jetzt hier wieder vorsichtig sein, dass wir an diesen Pfosten nicht hängen bleiben. Ein Stückchen, jetzt können wir sie runterlassen. Sind jetzt auch nicht ganz zentriert, glaube ich. Ah doch, wir sind relativ gut zentriert. So, noch die letzte Balle. Und dann haben wir den Anhänger voll. Halt! Rückwärtsgang. Immer noch, ne? Immer wieder kriege ich nicht den Rückwärtsgang rein hier. Ich jedes Mal denke in die andere Richtung. Ich weiß nicht. Irgendwann lege ich es wieder in die andere Richtung, aber ich könnte wetten, dass es gerade, damit ich mich dran gewöhnt habe, dass es jetzt andersrum geht. So, sollen wir mal eben schauen. Doch, das passt auch. Dann gehen wir mal dort rum. Boah, wir könnten eigentlich immer fast noch mal eine oben drauf. Ja, ruck. Können hier noch mal eine oben schön in die Mitte drauflegen. Aber nee, müssen wir nicht machen. Müssen wir nicht machen. Reicht so auch. Wollt ihr eigentlich auch nur 6 haben? Wobei, ich würde mal sagen, der würde jetzt auch eigentlich nicht nein sagen, wenn wir noch 7 bringen. Kann er bestimmt auch gebrauchen. Aber jetzt fahren wir dieses Gespann hier mal nicht ganz so zügig hier rein. So. Und dann hocken wir uns in den Deutz und halt erstmal machen wir die Klappe hinten zu. Ansonsten haben wir nämlich kein Nummernschild und kein Licht. Und dann würde man sagen, hocken wir uns tatsächlich in den Deutz und machen wieder eine Zeitrafferaufnahme, ne? Von unserer Fahrt zum Pro-Abliefern. Erstmal machen wir die Tür zu. So, jetzt machen wir Zeitrafferaufnahme. Viel Spaß, bis gleich. Da
wären wir wieder und ihr könnt das sehen, unser Anhänger ist leer, wir haben unser Stroh losgeworden und der hüpft da schön hinter uns her, der Anhänger. Und ich muss aufpassen, dass ich hier nicht zu schnell runterfahre. Eieieiei, die Berge, die sind ja schon ein bisschen, die kommen einem gar nicht so steil vor, aber dann geht es doch ganz schön buckel runter, wenn man dabei erstmal runterfährt. Oder vor allem, wenn man rauffährt, dann merkt man es auch und dann muss man ein paar Mal zurückschalten. Ich habe gerade einen Anruf gekriegt und quasi unseren alles entscheidenden Anruf. Und okay, ich warte nicht länger auf die Folter. Also unser potenzieller Käufer für unser Schafgrundstück da hinten ist tatsächlich unser Käufer. Also sprich, er hat von seiner Bank den Kredit genehmigt bekommen. Und das bedeutet, dass wir, gut, wir haben es noch nicht verkauft. Ne? Also wir müssen erst einen Termin beim Notar ausmachen und so weiter, Unterschriften und so weiter. Und natürlich erstmal das Geld kriegen. Erst dann ist es natürlich letzten Endes verkauft, aber es ist auf jeden Fall, ne, also er hat ja gesagt, er nimmt es auf jeden Fall. Und wie gesagt, die Bank hat das grüne Licht gegeben, die hat ihm den Kredit gegeben, beziehungsweise ne, genehmigt. Er kriegt ja das Geld nicht erst, ne, das ist alles kompliziert. Ne, er kriegt ja das Geld erst, wenn wir einen Kaufvertrag machen, weil die Bank ja ne, ihm nicht das Geld geben möchte, nicht, dass er dann nachher was anderes damit macht und ach, das ist hin und her und rum und um. Das ist alles schwierig heutzutage, aber so ist das jedenfalls und ja, so wie es scheint, wird das Ganze ja tatsächlich über die Bühne gehen und demnächst, also ich hab ihm auch gesagt und er hat auch gleich gesagt, wie es dann jetzt ausschaut mit dem Termin, wann wir das machen können. Ne, er möchte auch wohl ziemlich bald, dass es über die Bühne geht, weil jetzt kommt der Frühling, ne, ihr seht das, es kommt die Sonne raus, das Gras wächst. Er muss mit seinen Ziegen raus und das lohnt sich schon, auf jeden Fall. Wenn er da jetzt noch ein paar Monate rumtut mit dem Ganzen, dann erstmal ist für uns nicht gut, aber ist für ihn ja auch nicht gut, weil er muss ja gucken, dass die Ziegen im Frühjahr rauskommen, dass sie ordentlich Gras fressen können. Und was soll ich sagen? Genau, Notartermin, es ist so, dass der Notar hier in Losberg, den wir sonst immer genutzt haben, der hat im Moment Urlaub, der ist nicht da. Das heißt, wir machen einen Notartermin irgendwo in der Stadt. Den machen wir aber dann morgen oder übermorgen. Also relativ schnell. Das heißt, noch schwimmen wir nicht im Geld. Aber bald. Okay, das ist ein bisschen übertrieben. Also im Geld schwimmen werden wir auf jeden Fall nicht. Aber wenigstens werden unsere wahnsinnigen Schulden beim Stall mal abbezahlt. Ne? Also das ist unsere erste Priorität. Ne? Unsere Stallschulden, die werden damit quasi beglichen. Und dann sind wir am Ende im Grunde wieder pleite. Das ganze Geld, das geht dann da wieder drauf. Macht aber nichts, ist halt so wild, ne, also wenigstens haben wir dann keine großen Stallschulden mehr, die sind ja schon ziemlich erdrückend im Moment und ich freue mich schon wahnsinnig drauf, also ich freue mich echt drauf, dass das jetzt so schnell und so einfach geklappt hat und dass er tatsächlich den Kredit gekriegt hat, das war am Anfang ein bisschen, hatte ich so ein bisschen meine Bedenken, aber das hat wunderbar geklappt und ich freue mich auch, dass es jemand wird, der da drauf sein Ziegen hat und der auch, ne, dann die Ziegen melken möchte und Milch und so weiter. Dass es nicht ein Hobbygrundstück geworden ist, wäre zwar auch total cool gewesen, aber ich finde das echt schön, dass es quasi mehr oder weniger wieder an die Landwirtschaft fällt. Und das freut mich natürlich. Und vor allem, wenn das mal mit unserem Hofladen klappt, dann wäre das natürlich sehr cool, wenn wir da auch Ziegenmilch verkaufen könnten. Also quasi ein doppelter Gewinn für uns. Und was soll ich groß sagen? Wir werden einfach mal abwarten, ob das jetzt klappt mit dem Notar die Tage. Und kann ich die Tage nicht vor dem Abend loben und so weiter. Aber ich bin wahnsinnig glücklich und sehr froh darüber, dass das jetzt so geklappt hat. Und ich, wir schauen einfach mal. Ne? Wir schauen einfach mal, wie das Ganze jetzt wird. Ihr seht das, wir haben finanziell echt ein großes Problem. Aber ich habe ja schon gesagt, na, die Schafe werden jetzt geschert, jetzt wo es warm wird. Da haben wir dann ordentlich Wolle zu verkaufen. Wir haben hier noch ein bisschen Getreide drin, das wir verkaufen können. Das kommt dann auch weg. Wir müssen auch nochmal alle unsere Sachen durchgucken, ne? Ob wir wirklich alles gebrauchen können, was wir hier haben. Oder ob wir nicht vielleicht auch irgendwas Unnötiges haben. Wobei, ne, ich denke mal nicht, wir können gucken, ob wir vielleicht noch mehr Stroh verkaufen. Wobei, es wird dann so langsam ein bisschen eng. Wir wollen ja auch noch mehr Kühe haben, ne? Wobei, wenn man diese alte Krempel da drüben auch noch. Und dann gucken wir einfach mal, ne? Wir müssen einen Flug kaufen, wir müssen gucken, ob wir irgendwelche Kartoffellegegeräte uns besorgen können. Und ansonsten fließt dann wieder Geld in den Hofladen. Das heißt, wir machen am Ende wieder Schulden, ist ja ganz klar. Aber allgemein sollten wir dann doch deutlich besser dastehen. Ich glaube, das war doch eine sehr gute Entscheidung, dass wir das alles komplett verkaufen. Mitsamt der Heidewiese, ne? Das war ja so ein bisschen hin und her, ob wir das wirklich machen sollten, aber ich glaube, das war eine ganz gute Entscheidung. Das Feld, was ich eigentlich pachten wollte, da habe ich jetzt Nachricht bekommen, der andere, der da Vorrecht drauf hat, und der will es tatsächlich haben, das heißt, das wird erstmal nichts. Von daher werden wir dann dieses Jahr kein Mais anbauen, weil wir dann einfach nicht genug Felder haben, und das macht aber auch nichts. Wir haben ja viel Grassilage und unsere Kühe sind eigentlich auch mit Grassilage ganz glücklich. Hier müssen wir, das ist unser nächstes Projekt, ne, dass wir diesen Mais hier, dieses Silo wollen wegräumen, das kommt da in Futterdruck rein und dann können wir den Mist hier rüberpacken und der Mist auf der anderen Seite drüber frisch. Und hier können wir bald mal Rasen mähen oder sowas, also
Im Grunde könnten wir gerade mähen und gleich reinschmeißen zu den Schafen. So sah das Ganze jedenfalls aus und so ist unsere quasi nächste Planung. Und mir ist noch eingefallen, wir haben nochmal ein Feld zu grubbern. Ja, wir haben nochmal ein Feld und zwar hier die Nummer, ach, was ist denn das für eine Nummer? Nummer 50, da unten in der Mitte das kleine Feld. Das haben wir auch noch zu grubbern. Hab also doch noch eins übersehen. Macht nichts, machen wir nächstes Mal. Ich würde auch mal sagen, wir haben die Folge heute wieder lang genug gemacht und in diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal und tschüss.